Für ihn der Tag der Wahrheit, ein finaler Härtetest. Fitnesszustand ist gut. Ich denke, dass die Trainer sehr zufrieden sind und deshalb bin ich wirklich guter Dinge. Es steht viel auf dem Spiel. WM-Teilnahme oder das Aus. Er kann alles tun und alles machen, er kann hoch belasten und von daher ist im Moment eigentlich ein guter Verlauf. Nach 8 Monaten nun die erste große Belastungsprobe, das DFB-Comeback des Jahres. Also es war, als wenn er nicht weg gewesen ist. Ich habe im Moment ein sehr, sehr gutes Gefühl. Jetzt warten wir mal das Spiel gegen Österreich ab. Das sind die Spiele, die er jetzt braucht. Er braucht Sicherheit und Vertrauen in seinen operierten linken Mittelfuß. Mit dem Fuß geht es wirklich gut und ich bin guter Dinge. Ja, jede Trainingseinheit ist wichtig für mich und ich schaue auf die nächsten Tage. Löw legte sich früh fest, dass er ihn nur als Nummer 1 mitnimmt, falls Neuer topfit wird. Gesund ist er, aber es geht nicht nur um die Gesundheit, sondern es geht auch um eine Top-Verfassung für die WM. Und das muss er als Kapitän dann schon auch uns gegenüber äußern. Marc-André Ter Stegen, 19 Monate, ein starker Stellvertreter, wird zur Randfigur. Eine undankbare Situation, die er aushalten muss. Natürlich würde Marc diese WM gerne spielen. Und das macht die Sache natürlich nicht einfacher. Aber er weiß auch, dass es gerade auf Manu bezogen eine besondere Situation ist. Und er kann da ganz gut mit umgehen. Mit Ter Stegen, der sich momentan öffentlich zurückhält, steht Löw eine hervorragende Alternative zur Verfügung. Ich hätte keine Bedenken, jetzt mit Marc Ter Stegen irgendwie als Nummer 1 ins Turnier zu gehen. Aber er weiß natürlich auch, dass wenn der Manuel eben auch gesund ist, dass der Manuel da sicherlich einen kleinen Vorteil hat. Sonntagabend steht die Entscheidung fest, ob die Nummer 1 turniertauglich ist. Nur mit Training und Testspielen kann man aber nur schwer WM-Niveau erreichen. Nicht nur sein Fuß muss beim Ernstfall stabil bleiben, auch sein Kopf. Denn Selbstzweifel darf es in gefährlichen Zweikämpfen nicht geben. Ich finde immer, wenn man zurückzieht, da kann oft mehr passieren, als wenn man jetzt durchzieht. Aber ich glaube, als Torwart, wenn man da wirklich Hemmungen hat oder zurückzieht, das ist nicht der richtige Ratschlag. Sein 75. Länderspiel wird zeigen, ob er bei der Tour durch Russland dabei sein kann oder nicht. Eine Schnapsbrennerei gleich neben dem Mannschaftshotel. Das hätte sich zu Zeiten von Matthäus, Brehme und Berthold wohl keiner getraut. Heute halten sich solche Verlockungen in Grenzen. Das malerische Epan in Südtirol inmitten von Weinbergen erweist sich als ideal für die WM-Vorbereitung und das Destillat aus Zitronen, Wacholder, Minze und Zimt ist eher ein Zeichen großer Sympathie für den Weltmeister. Die Stimmung im Team ist blendend, auch wenn sich das zumindest für 4 der 27 bald ändern wird. Bundestrainer Joachim Löw, der hier wieder mal einen sehr entspannten Eindruck macht, bleibt noch ein Spiel und ein Tag und eine Nacht, um sich zu entscheiden. Kevin Trapp steht auf unserer Streichliste bisher ganz oben, genauso wie Jonathan Tah. Bei Tah liegt es daran, dass Mats Hummels genauso gesetzt ist wie Jerome Boateng. Und Antonio Rüdiger beim Bundestrainer einen riesen Stein im Brett hat. Matthias Ginter und Niklas Süle gelten als flexible Alternative, falls die deutsche Mannschaft mit Dreier- oder Fünferkette spielen sollte. Dann würde wohl auch Marvin Plattenhardt auf die Streichliste rücken. Außerdem stellt sich die Frage, ob Löw 2 oder 3 Stürmer mit nach Russland nehmen wird. Neben Timo Werner hat Neuling Nils Petersen auffällig viele Komplimente des Bundestrainers erhalten. Und für Mario Gomez sprechen seine Stoßstürmerqualität und die internationale Erfahrung. Bei 3 Stürmern im Aufgebot muss noch einer aus dem Mittelfeld weichen. Julian Brandt wäre da, wie schon vor 2 Jahren, so ein Kandidat. Auch Leon Goretzka kommt in Frage und Sebastian Rudi. Joachim Löw wird sich innerhalb der nächsten 24 Stunden entscheiden. Dem 58-Jährigen steht eine schwierige Nacht bevor. Das hat er schon gesagt. Natürlich
werden wir uns nochmal die Köpfe irgendwie heiß reden und werden natürlich auch nochmal diskutieren. Im persönlichen Gespräch mit dem Spieler tut es auch mir manchmal ein bisschen weh für diese Spieler, weil es bricht zuerst mal auch eine kleine Welt zusammen und die Enttäuschung ist riesengroß, wenn jemand abreißen muss. Hier in Südtirol ist ein Mann zu Hause, der weiß, wie das ist, wenn es besonders hoch hinausgehen soll. Dahin, wo die Luft immer dünner wird. Es ist ähnlich wie die einzelnen Lager. Ich habe mal Lager 1 erreicht, das ist schon ein schöner Erfolg, dann komme ich nach Lager 2. Aber entscheidend tut sich alles zwischen dem letzten Lager und dem Gipfel. Und so ist das auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Nach diesem Wochenende haben noch 23 Spieler die Chance, ihren Hotelnachbarn kennenzulernen. Ja, ich hoffe, dass, wenn wir Glück haben, der ein oder andere Spieler vielleicht nach dem Trainingslager zum Abschluss bei uns vorbeikommt. Kann ja, anders als damals, bei einem Kurzbesuch bleiben.